Sorgenfrei in Rente und das mit 50. Wie das geht, das erklärt uns Renditecoach Raik Mandl hier bei uns beim Business Talk am Kudamm. In Rente mit 50, das klingt nach einem Traum, aber ist es wirklich möglich ohne ein großes Erbe? Ja, eindeutig ja. Und vielleicht bin ich das beste Beispiel dafür, weil ich habe die denkbar schlechtesten Voraussetzungen ja eigentlich gehabt. Also ich bin aus dem Osten, alleinerziehend mit meiner Mutter, keinen Bezug zu irgendwelchen Selbstständigen. Alle kenne ich bloß, die irgendwo arbeiten gegangen sind. Wir sind nicht bis weit nach der Wende kein Telefon, weil ja kein Anschluss verfügbar war, wenig Eigenkapital. Es gab in der DDR weder Aktien noch Optionen, wo man sich hätte beschäftigen können oder mit Leuten, wo man sich darüber unterhalten kann. Ich wollte mal ein Haus bauen, dann haben wir irgendwo ein Haus gekauft. Vor dem Hauskauf musste ich ein Grundstück, was ich vorher hatte, verschenken, weil man in der DDR bloß ein Grundstück haben durfte. Also die Idee, irgendwo vielleicht mal mit hier Vermietung irgendwo Geld zu verdienen, also diese ganzen Themen gab es ja nicht so. Und ich habe eigentlich mit irgendwo den allerschlechtesten Voraussetzungen, wenig Informationen, keine Erfahrung, wenig Geld, irgendwo angefangen, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und ich habe es relativ intensiv gemacht, also nicht gewartet, okay, wo hilft mir der Staat oder sonst einer, sondern habe ich einfach mit den Themen auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, wo geht denn irgendwas? Ne? Und so mein Thema war halt irgendwie erstmal schon Immobilien, weil ich selber irgendwie immer ein Haus haben wollte, war ich halt da mit Büchern unterwegs, habe dann festgestellt, okay, man könnte ja mit Vermietung irgendwo Geld verdienen. Das war ein Ansatz und irgendwann kam halt Börse mit dazu. Und ansonsten ist es einfach Fleiß und dranbleiben und nach Möglichkeiten zu suchen. Und ich kenne inzwischen Leute, also man ja in so Netzwerken unterwegs ist und sich mit den Leuten austauscht. Ich habe Studenten kennengelernt, die sind vor dem Ende ihres Studiums finanziell frei gewesen. Die wussten, dass sie, sag ich mal, die haben halt irgendwo aus der Not heraus irgendwo eine Wohnung mit Geld, mit geborgtem Geld der Eltern gekauft, haben die saniert und haben gesagt, okay, dann haben wir wenigstens, weil wir keine Wohnung finden, unsere Wohngemeinschaft, können die anderen Zimmer vermieten, stellen dann plötzlich fest, ja, wir müssen ja bloß die Hälfte an die Eltern zurückbezahlen, die Hälfte bleibt übrig, dann machen wir das nochmal. Und dann haben die das 5-mal gemacht und haben festgestellt, okay, jetzt verdienen wir ja so viel Geld, das verdienen wir ja nicht mal mehr in dem Job, wenn wir hinterher mit dem Studium fertig sind, und haben dieses Modell weiterverfolgt. Ich weiß nicht, ob die zu Ende studiert haben. Ich will damit bloß sagen, die Möglichkeiten sind da und die sind jetzt genialer als je zuvor, weil so viel Wissen auch kostenlos im Netz zur Verfügung steht, bezahltes Wissen. Also jeder hat eigentlich, der sich ein bisschen anstrengt, oder fast jeder, ich sag mal so, wer nur natürlich 20 Jahre Hartz IV zu Hause ist, fällt aus. Aber ich sag mal so, jeder, der halbwegs einen normalen Job ist und bei klarem Verstand, hat 1000 Möglichkeiten, irgendwas zu machen, um in Rente zu gehen. Und ich habe hier so ein schönes, was ich immer mal, es gibt ja so kostenlose Tools irgendwo, da sollte man sich mal mit beschäftigen. Ne? Also wenn man bei diesem kostenlosen Anlagerechner mal eingibt, ich hätte 30.000 Euro, die lege ich mal 20 Jahre an und kriege da 26%. So, jetzt sind wir wieder Thema Glaubenssätze. Jeder sagt, 26% gibt es nicht. Ich sage, doch, wohl gibt es irgendwo. Können wir darüber diskutieren, wo es die gibt und wie man es macht. Aber nur mal angenommen, man kriegt das irgendwo hin, ist man nach 20 Jahren Millionär. Könnte man sagen, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, mich selber um das Portfolio zu kümmern. Mache so ein ETF mit 8%, habe ich plötzlich 6.000 Euro Rente. Nicht schlecht. Meine Mutter hat 950 Euro Rente gekriegt nach einem kompletten Arbeitsleben. Also man kann relativ schnell finanziell frei werden, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt irgendwo. Ne? Oder Beispiel hier ist ja, deswegen mache ich ja überhaupt diese Seminare, als meine Mutter irgendwie, habe ich erst mal mitgekriegt, was hier in Deutschland irgendwo abgeht. Die hat nach einem vollen Arbeitsleben als Buchhalterin irgendwie 950 Euro Rente gekriegt. So, ich habe das nie mitgekriegt, weil die waren zu zweit, hatten ihr bezahltes Häuschen, sind in Urlaub gefahren, hatten ihr Auto, das ging ja alles auf dem Level, weil sie aber auch ihr bezahltes Eigentum hatten. So, und dann kommt das Thema Pflege irgendwann mal und dann steht dann irgendwo da, man soll da 1.000 Euro für eine Pflege zu bezahlen irgendwo, weil der Staat und die Rentenversicherung, die Pflegeversicherung das nicht hinkriegt irgendwo. Ne? Und nur mal was Mögliches. Wir haben dann, sagt man, meine Mutter mit über 70 an die Börse gebracht, haben, sag mal, mit dem Entsetzen, dass wir das jetzt machen irgendwo und keine Beratung wollen, mit 30.000 Euro, die sie halt gespart hatte, angefangen in Aktien zu investieren und haben mit diesen 30.000 Euro per sofort 1.000 Euro produziert, zufällig. Das hat hinterher in der Inventur hat es gepasst, wir haben 1.000 Euro mit 30.000 Euro monatlich produziert, um die Pflegezuzahlung zu leisten, und ich habe hinterher diese 30.000 Euro noch geerbt, also die waren ja noch da. So, meine Rentenversicherung hat irgendwo seit bis ich 10, 20, 30, nee, 20 Jahren oder 25 Jahren hat zufällig meine Rentenversicherung 30.000 Euro. Da warte ich jetzt 30 Jahre, um mal 400 Euro rauszukriegen. Und wenn ich sterbe, ist das Geld weg. Also alleine mit dem Thema, sich mal auseinanderzusetzen, wo ist das Geld sinnvoll angelegt, kann man relativ schnell irgendwo dahin kommen. Und aus meiner heutigen Sicht war das Ergebnis, was wir mit dem Konto meiner Mutter erzielt haben, ja noch schlecht.
bald geht noch viel besser irgendwo, wenn man sich nicht mit beschäftigt. Also insofern eindeutig ja, mit 50 in Rente oder auch mit 40 ist durchaus möglich oder früher, wenn man das Richtige tut. Ne? Das klingt wirklich interessant. Also Rente mit 40, Rente mit 50. Was sind die Voraussetzungen, um das Ziel zu erreichen? Wie eben schon gesagt, also Wissen ansammeln, wirklich ins Tun kommen. Ja, denn wirklich dokumentieren, was man macht. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist Netzwerk. Also ich habe mal in so einem Buch gelesen, das lässt sich vielleicht auf heute übertragen. Also da wurde mal gefragt, oder die haben eine Umfrage gemacht, was zeichnet Millionäre aus? Wo ist die größte Verbindung? Und da haben die wohl eine Analyse gemacht, das war nicht Wissen, das war nicht das Erbe, das waren die Telefonlisten. Und eigentlich ist das genial, das ist heute genauso ein Netzwerk. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt, sag mal, wenn ich einen Anwalt brauche, den privat vom Biertisch kenne und rufe den an, der gibt mir mal einen Rat oder ich muss da 1.000 Euro bezahlen. Es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo ein 3.000 Euro Seminar besuche oder mich mit ihm irgendwo abends mal beim Biertisch unterhalte und der mir das mal schnell erklärt, wie das irgendwo geht. Also da ist wirklich so das, was man machen möchte. Und wenn es das Thema Geld verdienen ist und früher in Rente gehen, sich mit den Leuten auseinandersetzen, die nicht das Sparen gelernt haben, sondern die das gute Investieren gelernt haben. Ne? Und da so Netzwerke zu schaffen, sich miteinander zu verbinden, das ist, glaube ich, ein großer, großer Schlüssel. Also ich bin, denke ich, börsenmäßig relativ fit unterwegs. Trotzdem habe ich jetzt irgendwo gestern mal irgendjemanden angerufen, der früher bei der Bank gearbeitet hat, der jetzt irgendwo mit den Themen unterwegs ist, wo wir einfach mal uns was angeguckt haben, wo mir das nicht klar war, genauso umgedreht irgendwo. Ne? Oder ich habe letztes Jahr hier mit eben der bekanntesten Steuerberater zusammen ein Seminar gemacht, der macht halt Optionen und Steuern. Mein Thema ist Chartanalyse. So sind wir halt mal zueinander gekommen und sagen, okay, man kann Chartanalyse, Steuern und Optionen genial miteinander verbinden, um zu sagen, jeder hat die Ergebnisse. Wenn wir das miteinander bündeln, hat man vielleicht die nächste Ergebnisstufe, wo man eigentlich mit demselben Aufwand plötzlich irgendwo 20% mehr im Jahr hat, als man vorher hatte irgendwo. Ne? Also das ist so, wo man sich mit auseinandersetzen sollte. Sie haben es ja immer wieder gesagt, Wissen, Wissen, Wissen neben dem Netzwerk. Wie viel Zeit muss ich denn investieren, um erfolgreich an der Börse zu sein? Das würde ich mal so in drei Phasen einteilen, also wie Hobby oder Beruf. Ne? Also ich habe den ersten Punkt zu sagen, wenn ich klar bin, dass ich das machen möchte, zu sagen, was mache ich denn? Und ich sag mal so, wenn ich auf die Idee komme, jetzt entweder einen Beruf zu lernen, muss ich den halt lernen. So, das ist eigentlich so diese erste Phase und ich würde es aber eher mit Hobbys so vergleichen. Also wenn ich auf die Idee komme, jetzt sag mal surfen zu gehen oder Ski zu fahren, zu sagen, okay, ich suche mir mal irgendwo eine Skischule, dann werden die mir sagen, ja, kauf dir mal die und die Bücher, da sind die Regeln drin, die solltest du lernen, bevor wir hier loslegen. Natürlich die praktische Umsetzung und die ersten Übungen oder Fahrschule genauso. Und dass ich dann einfach irgendwo sage, wenn ich jetzt weiß, bei einer roten Ampel muss ich anhalten und wer hat hier wie Vorfahrt und wie kann ich rückwärts fahren und auf dem Platz üben. Also bei Börse muss ich sagen, man kommt schon hin, es gibt gute Seminare, wir machen es ja auch selber, so in 2-3 Tagen zu sagen, voll durch, hat man ungefähr eine Vorstellung, was man machen kann und kann die ersten Schritte machen. Also mein Ziel ist auch immer wirklich hier so, wie der Steuerberater das auch macht, ins Tun kommen. Also Seminar machen und danach in der Lage zu sein, wirklich auf den Knopf zu drücken und idealerweise auch wirklich zu sagen, ich probiere mal was. Und wenn es bloß mit einem Paper-Trading-Konto ist, aber einfach in diese Umsetzung kommen. Das ist so die erste Phase, die ist relativ intensiv, die sollte man auch planen und sich die Zeit dafür nehmen, dass man auch ein bisschen was für die Nachbereitung hat. Und dann, sag ich mal, so vielleicht ein Jahr ein bisschen intensiver in Begleitung, im Netzwerk, vielleicht mit Betreuung, so dieses regelmäßig zu sagen, jetzt probiere ich mal die Strategien, die mir zusagen, aus, dokumentiere die auch und sage, okay, was liegt mir denn, wo habe ich Defizite, wo muss ich vielleicht nochmal hin? Also Thema Skifahren war prima, erste Skischule war cool, runtergefahren und irgendwann fragt der Skilehrer, ob wir uns da trauen, da runterzufahren. Ich sage, das ist kein Thema, haben wir gestern den ganzen Abend gemacht, ich würde bloß gerne so langsam runterkommen wie die anderen. Ne? Also dieses Thema Ausstieg an der Börse, wie beim Skifahren, also ich musste nicht mehr Skifahren irgendwann lernen, das habe ich relativ schnell kapiert, aber ich habe das Bremsen nicht hingekriegt. So. Oder diese kontrollierte Langsamfahren. Und das Thema Börse, genauso wenn ich dann feststelle, ja, ich finde super Einstiege, komme aber aus so einem Wert nicht raus, denn einfach mal zu üben, Ausstiegssignale zu finden, sozusagen da wieder auszusteigen, ne? Irgendwo so die Sachen einfach irgendwo zu üben. Und die letzte Phase ist vielleicht die einfachste. Ne? Das ist dann wie, wenn man ein Hobby kann, zu sagen, dann setze ich mich halt eben mal eine halbe Stunde im Monat oder jetzt, wenn ich es intensiver mache, zu sagen, okay, ich setze mich da eine Viertelstunde mal eben mal die Woche ran, gucke ins Depot, treffe vielleicht eine Entscheidung oder treffe die Entscheidung, um nichts zu tun. Und das war es dann eigentlich. Ne? Und dann kommt die Effektivität, ne? Dass ich eigentlich mit relativ wenig Tun die maximalsten Ergebnisse erziele. Das ist halt so ein Prozess irgendwo. Ne? Aber letztendlich, wenn man schafft, dieses Jahr vielleicht irgendwo durchzuhalten, dann ist das höchst lukrativ. Ja, gibt es irgendeinen Trick sozusagen für eine gute Auswahl an Aktien, also da einfach den richtigen Zeitpunkt zu finden? Jetzt so eine Vermischung. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wortwahl und Pauschalisierung gut. Ne? Also was ist gut? Also
Das eine ist ja, eine gute Aktie zu finden, weil die Firma gut ist, die ich gut finde, mit guten Produkten, aber ist es auch ein guter Einstiegspunkt, um zu kaufen. Ne? Und da muss man eigentlich wissen, was man sucht und was man möchte, dass es zur eigenen Strategie passt. Also es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich möchte relativ wenig mit zu tun haben. Dann suche ich mir vielleicht eine Aktie, die hat einen stabilen Aufwärtstrend und sage, okay, ja, die wird wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre so weiterlaufen, weil Umsatz und Gewinn und das passt und die haben ihre Produkte. Meine Strategie ist eine andere. Ich kaufe ja eher lieber Aktien, die irgendwo mal kurzzeitig gefallen sind, wo ich sage, okay, meine Mindestrenditeerwartung ist so 20-30% im Jahr, zuzüglich vielleicht noch ein paar Optionsprämien. Die Aktien finde ich halt für gut. Und genauso könnte eine schlechte Aktie gut sein. Thema Wirecard, also wenn ich eine Aktie habe, die kurz vorm Absturz ist und ich sehe das und ich weiß, wie ich an fallenden Kursen Geld verdiene, kann ja so ja eine schlechte Aktie in dem Fall gut sein für das Geld verdienen. Also eine Frage der Definition und ansonsten ja einfach die Aktien nachher suchen, die zur eigenen Strategie passen. Also das ist wirklich wieder dieses Thema Wissen. Ich muss das Wissen haben, was ich eigentlich möchte und dazu gibt es kostenlose Tools auch im Netz, die zu suchen, aufmerksam sein. Also da gibt es, sag mal, wenn man an dem Punkt da ist, zig Möglichkeiten, wie man halt gute Aktien findet irgendwo. Und hocheffektiv halt einen Haufen eher bezahlte oder kostenlose Tools hier, wie man suchen lassen kann eben. Ne? Ja, es gibt ja auch ganz viele Magazine, die Artikel schreiben. Wir hatten uns jetzt vorher schon unterhalten, dass sie gesagt haben, auch so Nachrichten, das schauen sie sich gar nicht an. Sie haben da eher andere Tools und eben Möglichkeiten, das ja zu analysieren, vielleicht auch, dass eine Aktie unterbewertet ist. Können Sie uns da vielleicht schon einen kleinen Einblick geben? Naja, Zeitung, ich gucke schon so, um Ideen zu sammeln. Ne? Aber wenn man dann mal mit drei so einen Reportern am Biertisch gesessen hat und feststellt, da sind auch welche bei, die haben schon dreimal Konto geschrottet und deren Ziel ist eigentlich Artikel zu schreiben und sind selber ja nicht an der Börse, dann finde ich das schon befremdlich. Hätte ich so nicht erwartet. Also ich dachte auch, dass in so einen Zeitschriften nur Leute schreiben, die auch irgendwie aktiv und erfolgreich sein. Also das scheint nicht so zu sein, deswegen nehme ich es mit Vorsicht. Aber es sind schon halt, sag ich mal, in Börsenzeitungen immer mal ganz gute Ideen drin, ob die zur eigenen Strategie passen, ist die Frage. Und Unterbewertung eigentlich, ich möchte es mal sagen, wieder Thema Hobby oder wenn ich was kaufe. Ne? Also wenn ich jetzt ein Auto kaufen möchte, habe ich ja irgendwelche Kriterien. Was will ich für ein Auto haben? Und dann kann ich ins Netz gehen und gucken, also das, was ich jetzt suche, wie teuer ist das und wo ist es? Und bei Aktien genau sage ich, ich habe jetzt irgendwo die Idee, Beispiel jetzt irgendwo könnte ich machen, Thema jetzt Werbung, Facebook, Google, könnte ich sagen, okay, ich finde jetzt irgendwo, möchte eine Aktie kaufen, die halt sich mit Werbung beschäftigt. Und jetzt könnte ich mir Zahlen, Daten, Fakten da angucken und sagen, welche von den beiden ist vielleicht irgendwo aktuell besser. Oder ein besseres Beispiel ist vielleicht, das ist ganz toll, dieses Beispiel immer, diese ganzen Werte Amazon, Facebook, Google. Und dazu die chinesischen Werte Alibaba, Baidu und Tencent. Und da einfach mal zu gucken, die machen ja das Gleiche und wo ist vielleicht das höhere Entwicklungspotenzial? Und ich bin eher immer in diesen chinesischen Aktien investiert gewesen, weil ich einfach da gesehen habe, da ist vielleicht noch in den nächsten 2-3 Jahren mehr Potenzial als bei denen, die schon oben sind. Also da muss man für sich die Strategie finden oder ob man nur bereit ist, sagen, ja, chinesisch ist vielleicht ein bisschen risikoreicher, ist mir das wert, da hinzugehen. Aber da habe ich halt eher mal eine Unterbewertung gesehen, wo ich zwei Sachen miteinander verglichen habe und genauso mal üben kann man es beim Auto. Und ich wollte mal ein Auto kaufen und habe festgestellt, das Auto, was ich kaufen wollte, gebraucht hat, die waren in München alle wesentlich billiger als in Berlin. Also da ist eine Unterbewertung. Wenn ich zwei gleiche Autos habe, zwei gleiche Sachen und woanders ist es irgendwo billiger und das ist dieses Thema hier vielleicht bei Du, Tencent und Alibaba oder so zu sagen, hey, da mal gucken, wo stecke ich da das Geld hin irgendwo. Ne? Also da, ja, aber da gibt es zig Sachen, ob das fundamental ist oder Chart, wie man es bewerten kann oder die Unterbewertung für sich feststellen oder irgendwelche Indikatoren, die man nutzen kann. Das waren auch nochmal sehr schöne Tipps. Dankeschön dafür, genau das direkte Vergleichen. Und wenn wir gerade beim Vergleichen sind, können wir auch gerne mal Optionen vergleichen anstelle von Direktinvestments mit Aktien. Genau, also ja, vielleicht einfach da nochmal, was ist das Ding sozusagen hinter den Optionen? Ja, Optionen ist ja nicht Direktkauf. Also das ist ja, sag mal, entweder ich habe ja die Möglichkeit, direkt jetzt irgendeine Aktie zu kaufen. Wir hatten es vorhin schon so ein bisschen in der Pause zu sagen, ich hätte jetzt letztes Jahr die Idee gehabt, oder das war ja ein Beispiel, ich sage mal, ich hatte die Telekom auf dem Schirm, die ja gerade immer so verrufen ist, ich mache es mal ganz gerne, die extra zu kaufen. Wir haben jetzt eine andere Zeit als damals, als die verkauft wurde.
Aber Zahlen, Daten, Fakten, alles, was so war, sprach eigentlich für ein Invest an der Telekom oder bei der Telekom. Früher hätte ich gesagt, okay, ich nehme mal 10.000 Euro, kaufe mal Telekom-Aktien. Im letzten Jahr wäre Folgendes passiert, die ist weitestgehend in einem engen Kanal seitwärts gelaufen. Also ich hätte da 10.000 Euro gehabt, die hätte ich hinterher immer noch gehabt. Also ich hätte ein Jahr lang Geld investiert, ohne Geld zu verdienen, außer vielleicht ein paar Prozent Dividende. Wenn ich mich aber bereit erkläre, diese Aktie zu kaufen, über Optionen sage, okay, ich will die jetzt, wenn die bei 15 Euro ist, ich würde die bei 14 kaufen, da erkläre ich mich für 4 Wochen bereit, die für 14 Euro, egal wo der Kurs hinläuft, die abzunehmen. Wenn der da runterfällt, kriege ich eine Prämie und kriege die Aktie in Euro günstiger. Wenn die weiter da oben bleibt, kriege ich nur die Prämie und mache das immer und immer wieder und kriege die Prämie. So, da bin ich irgendwo, glaube ich, letztes Jahr bei 30%, 40%, 50% Rendite gekommen über die Optionenbereitschaft und habe Stück für Stück Aktien eingekauft, habe die jetzt eigentlich fast zum halben Preis im Depot und jeder, der rundfuhren soll mit der Telekom, kann man ja kein Geld verdienen. So, das ist das eine. Und das nächste ist, ich könnte jetzt irgendwo, gibt bei Optionen verschiedene Sachen, also ich könnte auch jetzt einfach sagen, wie kommt aus dem Grundstückshandel. Wir machen ja bei Grundstückssachen auch manchmal Optionen, dass wir uns mit einem Optionspreis ein Grundstück ein halbes Jahr sichern für einen bestimmten Preis. Und entweder nehmen wir dann kriegen wir die Optionsprämie angerechnet und wenn nicht, sind wir die los. Und das kann man genauso machen, dass ich drauf aus bin, sage, okay, jetzt Beispiel Telekom-Aktie, ich gehe davon aus, die wird auf 20 gehen und ich kaufe mir die Option von irgendjemandem, der bereit ist, die mir für 16 zu verkaufen. Geht die nie auf 16, bin ich meine Prämie los. Geht die auf 20 hoch, habe ich meine Prämie bezahlt, kriege aber für 4 Euro mehr den Ertrag. Also, die Option ist schon relativ schwierig, führt jetzt vielleicht irgendwo zu weit, aber ist wirklich ein geniales Instrument, um zusätzlich Erträge zu generieren. Redet bloß keiner drüber. Also, das ist so, viele Banker selbst wissen nicht den Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheine. Die meisten kennen bloß Optionsscheine, weil die in Deutschland eher gängig sind. An Optionen verdient wieder keiner was, deswegen ist das wieder nicht irgendwo publik, muss man zu speziellen Anbietern, die irgendwo überhaupt bloß Optionen handeln. Das Geniale, es ist an der Börse gehandelt, also nicht irgendein Produkt, was eine Bank rausbringt, sondern wenn wir beide jetzt Geschäft machen, der eine hat die Aktien, der andere schreibt die Option, ist ein Geschäft zwischen uns, genauso wie wir das mit irgendwelchen Immobilienbesitzern machen, sagen wir machen untereinander ein Geschäft und das ist börsenkontrolliert und das wird automatisch abgewickelt. Also ich habe jeden Sonnabend, sag ich mal so, bei Optionen habe ich inzwischen jeden Sonnabend Zahltag. Also entweder kriege ich Prämien eingebucht aufs Konto oder ich habe günstige Aktien am Sonnabend im Depot. Also ich gucke dann sonnabends immer mal so um 8, 9, 10 ins Depot und lasse mich überraschen, ob ich jetzt ein paar neue Aktien günstig drin habe oder nur die Prämien kassiert habe und weiß, Anfang der Woche ist wieder Geld, höchstwahrscheinlich Geld wieder frei und mache mit den Optionen irgendwo weiter. Also das kann ein richtig lukratives Nebengeschäft sein, wenn man weiß, was man da tut irgendwo natürlich. Wieder Thema Wissen, immer wieder Wissen irgendwo, ne? Wahnsinn. Also, ich habe schon ganz viel mitgenommen. Lieben Dank dafür und alles Gute.